Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu Valheim. Letzte Folge sind wir bedauerlicherweise sehr, sehr doof gestorben. Ich glaube, wir kriegen es nie im Leben hin, hier die Fähigkeiten irgendwann mal voll zu kriegen. Aber naja, was möchte man machen? Tode gehören halt dazu. Wir können es nicht ändern. Ich wollte jetzt gerade eigentlich mal die Leiter da entfernen, aber wir haben ja den Bauhammer weggeworfen. Also fällt das auch aus. Wir haben jetzt endlich den gesunden Met. Das freut mich sehr. Wir teleportieren uns jetzt erstmal in die alte Basis zurück. Dann können wir die ganzen Kerne und alles erstmal wieder in die Truhen sortieren. Ach, schaut mal, wie schön blau das hier draußen ist. Und ja, dann könnte man mal überlegen, ob wir vielleicht schon eine Runde segeln gehen. Oder irgendwas anderes machen. Ich weiß es noch nicht genau. Werde ich mir beim Truhen sortieren mal ein bisschen überlegen. Wahnsinn, wir haben mittlerweile 24 Trollleder. Gucken, was wir damit irgendwann mal noch anstellen können. Weil die Trolllederrüstung brauchen wir natürlich nicht mehr. Da sind wir mittlerweile zu gut. Wir haben halt eine bessere Rüstung, also wäre das sinnlos. Irgendwie habe ich zurzeit ein bisschen Probleme mit der Reihenfolge hier. Hier unten, Federn. Hat schon mal besser funktioniert. Wir haben noch eine Bienenkönigin, das heißt, wir bauen uns gleich noch einen Bienenstock. Früchte haben wir hier. Haben wir auch eine ganze Menge jetzt gesammelt. Ach, das hat auch mal wieder gut getan. Um den ganzen Spaß und so alles mal wieder aufzufüllen. Was haben wir? Ein Bernstein. Bernstein hatte ich bei Wertvolles mittlerweile reingepackt. Da war ich etwas schlau. Dann haben wir bei Samen die Disteln drin. Dann hätten wir hier gleich mal noch die Münzen mit reinwerfen können. Und ich würde jetzt bei Wertvolles einfach mal die Sortenkerne mit reinpacken, weil ganz ehrlich, für mich sind die ziemlich wertvoll. Wir brauchen definitiv nicht die 10 Stück. Und dann sieht es doch schon wieder gut aus. Moment, wir haben hier oben noch ein paar wertvolle Sachen. Dann gehen wir jetzt mal reparieren und wir bauen uns gleich mal noch einen Hammer wieder. Was braucht man? Da brauchen wir noch 2 Steine für. Hatten wir nicht auch schon mal einen Bauhammer auf einer höheren Stufe? Den ich weggeworfen habe, war ja definitiv auf der 1. Wir haben hier noch einen. Nehmen wir den doch mit. Und dann können wir aber auf jeden Fall uns hier mal noch einen Bienenstock basteln. Mehr erst einen hier hängen. Machen wir hier den zweiten hin. Sind schon wieder 4 Stück drin. Nächstes Mal alles repariert. Ich würde das hier mit unseren Mürlis mal kurz so lassen, weil ich würde ganz gerne einfach mal rausfinden, ob die irgendwann schlecht werden, wenn wir die nicht zeitnah ernten. Wenn wir gucken, die hier sind zwar auch schon fertig, aber die sind halt relativ... Die sind ja noch viel kleiner im Vergleich zu denen. Kriegen wir hier mehr raus? Sonst das mal... gab nur eine Karotte. Entweder liegt es nur an der Bodenhöhe, wo die Blätter halt auch größer sind. Wir lassen das einfach mal so stehen und gucken mal, was da passiert. Ich werde jetzt nochmal ganz fix durchs Portal gehen. Nicht, weil ich mit euch in den dunklen Wald möchte, sondern einfach nur... Wir können gar nicht... weil wir noch Metall einstecken haben, einfach nur das Portal nochmal zu finden, dass wir uns das auf der Karte markieren. Was haben wir denn hier noch? Bronzener Brustpanzer brauchen wir nicht mehr, stimmt. Ja, dass wir uns das auf der Karte markieren können und generell nochmal gucken, ob das überhaupt noch da steht. Ist halt echt die Frage. Und wir gucken mal, ob es vielleicht schon Schaden erlitten hat, dann können wir es gleich reparieren. Mal schauen. Bin mal gespannt. Aber es teleportiert uns schon mal wohin. Das würde es nicht tun, wenn es nicht mehr da wäre. Steht hier und da hinten wäre... waren wir vorhin. Komisch, dass ich das nicht gefunden habe. Aber naja. Wir nehmen uns jetzt mal was anderes. Wir nehmen uns mal dieses Zeichen. Und schreiben hier mal Portal hin. Und wieder zurück. Jetzt habe ich nicht geguckt, ob es angeschlagen war. Machen wir beim nächsten Mal. Rein theoretisch können wir nochmal in die Sümpfe, aber ich habe gerade irgendwie gar keine Lust auf düstere Stimmung. Und den Helm gar nicht angezogen. Wir hatten jetzt in den letzten Folgen genügend düstere Stimmung. Wäre auch mal wieder schön, was Erfreuliches zu sehen. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal ins Boot. Ach stimmt, wir haben ja hier auch nochmal ein Lager, aber nur 4 Stück. Relativ klein, aber das wird wahrscheinlich noch besser werden. Dann festhalten. Ne, nicht festhalten. Wo ist denn das Ruder? Hier hinten ist das Ruder.
und nach vorne paddeln. Jetzt müssen wir mal gucken, wie habe ich denn... Nee, sowas nicht. Konnten ja auch das Segel auswerfen. Weil jetzt stehen wir gerade nur rein bei Paddeln. Moment, jetzt... Was? Ich muss das mal noch ein bisschen mehr verstehen. Jetzt, wenn der Pfeil nach unten ist, paddeln wir nur, ne? Genau. Dann können wir rechts und links paddeln und wenn ich nach oben drücke, also auf W, dann können wir auch das Ding fallen lassen. Aber das Segel guckt halt immer nur in Windrichtung. Also treibt es uns wahrscheinlich ein bisschen nach rechts. Ich hoffe mal, dass wir nicht umkippen können. Wir gehen jetzt hier einfach mal ein bisschen raus und schauen mal, was uns erwartet. Wir können ja hier... Ich denke, der Wind kommt von links. Jetzt sieht es irgendwie auch gleich wieder düster aus. Ich fahre das mal ein kleines Stück hoch. Ozean, sehr cool. Und wir treiben hier einfach mal ein bisschen am Ufer lang, würde ich sagen. Einerseits erschließt sich uns dann die Karte noch ein bisschen mehr. Und vielleicht haben wir da hinten ja auch schon die erste kleine Insel. Beziehungsweise wird es keine kleine Insel sein, aber wir können ja da einfach mal rüber gucken. Ich möchte jetzt keine Riesenexkursion machen über die halbe Karte. Wir müssen ja auch irgendwann wieder zurück. Ja, da wären wir wahrscheinlich auch ohne Boot rübergekommen. Aber wir gucken einfach mal. Vielleicht gibt es ja hier drüben was Schönes. Eventuell ist das eine Dunkelwald, ist es nicht. Denk mal, es wird Grasland sein. Also wissen wir zumindest schon mal, dass die Sümpfe nicht ewig weit in die Richtung hier weitergehen. Ich hoffe nur eins, dass uns hier nichts angreift. Denn es gibt tatsächlich auch Flussmonster. Und die haben es ganz schön in sich. Da habe ich schon ein bisschen was zugesehen. So, stopp, stopp, stopp. Langsam. Jetzt gab es Schaden. Wir können ja reparieren. Nee, nicht so. So. Muss da nicht dauerhaft drücken. Er paddelt dann eh die ganze Zeit, ne? Mal, hier warten schon ein paar Nixen auf uns. Wird halt gerne noch ein kleines Stück vorwärts kommen. Aber ich glaube, wir liegen schon auf Grund. Ich hoffe mal, dass wir dann auch wieder ins Boot kommen. Aber da war, glaube ich, eine kleine Leiter dran. Natürlich ein bisschen ungünstig, dass wir hier mitten in der Nacht sind. War aber gerade noch so schön hell. Aber das kann ja in dem Spiel bekanntermaßen sehr, sehr schnell gehen. Also wir haben hier auf jeden Fall Grasland. Können mal gucken, hier ist die Base. Hier unten ist das Sumpfland. Ah, und hier ist der Fluss zwischendurch. Wir laufen mal ein paar Meter in die Richtung. Gucken mal, ich habe halt wirklich die Hoffnung, dass wir irgendwann mal noch den dunklen Händler finden. Oder Schwarzhändler, wie auch immer. Ich hoffe halt einfach mal, dass das Spiel es irgendwie so macht, egal welcher Seed das ist, aber dass das einigermaßen in der Nähe ist. Wäre halt schon fies, wenn man das, keine Ahnung, wenn man von der Welt hier rausgeworfen wird und hier unten ist der schwarze Händler. Ich hoffe mal nicht. Der Schwarzhändler. Der schwarze Händler klingt ein bisschen verkehrt. Entschuldigung. So. Wir haben hier Berserker. Ich glaube, das wird Kupfer sein. Yep, das ist Kupfer. Alles schön markieren. Irgendwann werden wir es schon noch brauchen. Ich glaube, wir haben die Feuersteinpfeile noch ausgerüstet, ne? Eigentlich können wir den auch im Nahkampf nehmen. Aua. Ist doch gut. Also kommt jetzt hier drüben auch noch dunkler Wald. Wir laufen mal ein bisschen hier runter. Vielleicht kommen wir ja im Sumpfland wieder raus. Dann können wir auch noch ein bisschen durch den Sumpfland, durch das Sumpfland stapfen. Obwohl, dann ist unser Schiff weg. Wir müssen natürlich wieder zurück zum Schiff. Hier ist der Fluss. Dann wird hier drüben dann gleich das Sumpfland losgehen. Das haben wir aber auch schon so ein bisschen erkundet. Dann schauen wir doch erstmal in die andere Richtung. Wäre halt so mega cool, wenn wir den Händler finden. Ich kann es nicht oft genug sagen, aber ich freue mich so drauf, wenn es irgendwann soweit ist. Ja, diese kleine Taschenlampe, die wir uns um den Kopf binden können, die ist einfach mega, mega geil. Weiß nicht, wie viel es kostet. Ich wusste es mal, ich glaube, ich habe es auch in der Folge erwähnt.
Wir müssten uns das bestimmt schon leisten können. Was läuft denn da hinten rum? Ach, ein Schamane. Sah irgendwie gerade komisch aus. Heil dich doch nicht. Das ist nichts. Ne, hat nur geleuchtet. Hier drüben geht das Wasser schon wieder weiter. Da hinten haben wir einen Spawner. Da möchte ich jetzt nicht unbedingt hin. Auch hier noch überall eine ganze Menge Zinn am Wasser. Aber nach dem vor kurzem erst gefundenen Zinnparadies brauchen wir uns darüber gar keine Sorgen mehr machen. Wir haben schon wieder eine Höhle und irgendwie sieht die schon wieder aus, als wäre das eine Trollhöhle. Das gibt's doch nicht. Ich weiß nicht, die sah einfach so ähnlich aus wie die Trollhöhle vom letzten Mal. Also keine Ahnung, was da der Unterschied ist, aber irgendwie so ein größerer Eingang und halt so auf dem Berg drauf und nicht so irgendwie im Stein versunken. Und in dem Moment ist ein Troll davor. In der Sekunde, wo ich sage. Weil wenn das mal nicht cool war, dann weiß ich auch nicht. Die Frage ist, ist der gerade da rausgekommen? Wahrscheinlich nicht. Ja. Seit wann sind denn die so schnell? Ja. So, komm, ein Pfeil noch. Nein, hat noch nicht gereicht. Ich hätte ihn ganz durchspannen müssen. Jetzt aber. Hab das gemerkt, der Troll lag schon hier unten und der Sound kam noch von da oben. Zumindest bei mir auf dem Headset. Aber die haben wenigstens auch immer ein paar Münzen einstecken. Mit dem Trollleder muss ich nochmal googeln, ob da noch irgendwie sinnvolle Sachen kommen. Halt auch generell, ob wir das alles verkaufen können an den Händler, auch die nicht wertvollen Sachen. Oder ob wir früher oder später gezwungen sind, das alles mal wegzuwerfen. Ich rüst gleich mal das aus. Wir gucken mal, was es ist. Trollhöhle. Das war klar. Da ist der Gute. Bleibt er dort stehen und wirft nur Steine? Nee, natürlich nicht. Ja, was möchtest du da machen? Ne? Also, knapp. Zum Glück kommt er nicht raus. Wir können es uns natürlich nochmal markieren, das mache ich auch. Aber ganz ehrlich, wegen ein bisschen Trollleder, von dem wir mehr als genug haben, jetzt das Leben riskieren, nochmal zu riskieren, zu sterben, das ist es mir einfach nicht wert, wenn wir irgendwann mal richtig OP sind. Mit bester Ausrüstung und so weiter. Können wir die alle mal leeren? Kann natürlich sein, dass es da noch coole Sachen dann gibt. Dass irgendwo hinter dem noch eine Truhe steht oder so. Ich denke mal, das Spiel hat sich da schon was einfallen lassen. Macht sich ja sonst keiner die Mühe, so einen Troll zu erlegen. Auf so engem Raum. Wenn man den genauso gut dann auch draußen erlegen könnte. Also da wird es bestimmt noch irgendwas geben. Aber alles zu seiner Zeit. So, wir müssen mal schauen, wir sind schon wieder hier am Ende angekommen. Hier noch ein paar kleine Inseln, aber alles nicht der Rede wert. Kommt da was im Wasser? Nee. Au, ich bin doch ins Wasser gefallen, warum tut das weh? War ja jetzt keine Höhe, wo man normalerweise Schmerzen davon tragen sollte. Naja, dann machen wir uns erstmal wieder zum Boot zurück. Und dann haben wir aber doch hier schon mal ein ganzes Stückchen noch weiter aufgedeckt. Das freut mich doch sehr. Die Welt wird halt echt noch riesig, ne? Wo sind wir denn? Ja, wir laufen falsch. Ach, aber hier würde wohl direkt ein Weg hier hochführen. Da wollten wir ja erst die Base bauen, bis ich dann den besseren Standpunkt gefunden habe. Wir laufen mal hier lang, dass wir das gleich noch mit aufdecken. Aber nee, ich glaube nicht. Hier müssten wir dann auch noch schwimmen, ne?
Nee, komplett weiter geht's hier nicht. Schau uns mal noch so ein Ding hier rein. Das nervt mich gerade ein bisschen mit der Ausdauer. Eigentlich die Blaubeeren reingeworfen, weil ich dachte, das lohnt sich jetzt nicht. Sowieso gleich wieder im Schiff sind, aber... Jetzt sind wir ja doch noch mal ein Stück hier lang gelaufen. Ach, schaut mal, sieht das cool aus? Ich finde, das sieht cool aus. Ich wollte eigentlich nie wieder schwimmen in dem Spiel. Jetzt mache ich es doch wieder, aber wir schwimmen nicht hier rüber. Aber wir haben zumindest schon mal hier... Das ist auf jeden Fall alles Wasser. Können wir auch später mal mit dem Boot noch lang heizen, dass wir das entdeckt haben. Aber es wird schon immer größer, ne? Wenn wir das hier oben dann mal alles noch aufgedeckt haben, dann können wir hier mal noch ein bisschen weiter gucken. Und hier generell das ganze Sumpfgebiet noch. Ich möchte jetzt nicht unbedingt kämpfen. Wir laufen jetzt hier wieder unten lang. Hier irgendwo müsste ja unser Boot stehen. Und dann geht's wieder zurück. Ach. Na gut, ein bisschen Fleisch können wir mitnehmen. Jetzt kommen natürlich auch noch die Kräulinge. Der Schamane bleibt links liegen. Ey, nimm das doch mit. Kein Platz im Inventar. Ist schon wieder voll. Tag 106 mittlerweile schon. Ein Dritteljährchen. Ein knappes Dritteljährchen. Mittlerweile. Hier in der 10. Welt. Und schon einiges geschafft. Von zerklumpften... Nee, wie hieß es denn? Doch, zerklumpfte... Zerklumpfte Hose, glaube ich. Naja, von verschlissener Kleidung, sagen wir es so. Zu Leder, zu Kupfer, beziehungsweise Bronze. Und mittlerweile schon im Eisenzeitalter. Mal gucken, ob der gute Ulf wieder hier ist. Hört diese Worte von Ulf, alles klar. Der Ulf ist einfach überall. So, hier vorne müsste Bötchen stehen. Hoffe ich zumindest. Ihr kennt meine Orientierung. Da vorne ist es, ja. Ja, zwei Basen gebaut, im Eisenzeitalter angekommen, ganz paar Tiere erlegt. Zwei Bosse sind schon tot. Knochenwanst als nächster. An der Reihe allerdings will ich da wirklich sehr, sehr gut ausgerüstet sein. Auch cool, dass wir jetzt eigentlich so komplett indirekt in letzter Zeit wieder relativ viel Feuerstein finden konnten. Weil ich hatte es ja letzte Folge, glaube ich, schon erwähnt, ich möchte ganz gerne in Zukunft auf die Feuersteinpfeile setzen. Feuer- und Giftpfeile sind natürlich auch nicht verkehrt, aber die normalen Pfeile können wir langsam mal ein bisschen ausrangieren. War hier noch was? Nee. Und so haben wir jetzt schon wieder 27 gefunden. Bei der letzten Erkundung auch schon wieder ein paar. Da kommt doch wieder was zusammen. Sehr schön, da vorne ist nochmal der Ulf. Wir sind wieder schön am Wasser und fahren jetzt einmal zurück. Falsche Seite, die Leiter war... Ah, wir sind schon wieder fast tot. Das gibt's doch nicht. Au. Mann, Mann, Mann. Man sollte nicht mit leerer Ausdauer ins Wasser springen. Das hier probieren wir dann das nächste Mal im Sumpf aus. Das muss ja aktuell nun wirklich noch nicht sein. So, wo haben wir das Ruder? Hier ist das Ruder, wir müssen zurückrudern. Mit leichtem Lenkeinschlag nach rechts. Und einmal nach oben. Nein, nach oben. Was machst du? Hä? Warum paddelt er denn jetzt in die Richtung? Das verstehe ich nicht. Jetzt haben wir Wind. Wind bringt uns aber nicht viel. Wenn ich nach unten drücke, paddelt er in die Richtung und dann paddeln wir nach hinten. Das ist logisch. Aber wenn ich nach oben drücke und er paddelt, dann fahren wir halt in die Richtung. Aber irgendwie passiert gerade gefühlt gar nichts mehr. Ich verstehe es noch nicht ganz.
glaube, wir sind... Ist ja auch vor uns schon hier stehen geblieben, das Boot. Guck mal, das war ein Fisch. Jetzt treiben wir ein kleines bisschen nach vorn. Hab halt Schiss, dass das hier irgendwie doch backt. Aber ich kann nicht separat beides machen, ne? Also, jetzt geht's wieder. Hat sich anscheinend hier irgendwie festgefahren. Keine Ahnung. Wir machen hier an der Stelle erstmal Schluss mit der Folge. Machen dann nächste Folge hier weiter, gehen mal wieder zurück in die Basis, machen das Inventar ein bisschen leer und dann können wir mal schauen, dass wir eventuell wieder die Sümpfe betreten. Ich danke euch fürs Zuschauen, bis zur nächsten Folge. Macht's gut!